Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Doom. Ja, vielleicht sollte ich Let's Fail sagen. Das war schon beim letzten Mal nicht mehr nett, wie wir hier aufs Maul bekommen haben. Aber was willst du machen? Das ist halt so, ne? Ich würde sagen, da bleibt uns nicht viel übrig, als weiterzumachen. Ja, gut, ne? Was soll ich euch sagen? Wir müssen hier mit diesem Zombie, mit dieser Zombie-Belagerung fertig werden, die uns hier beim letzten Mal schon den ein oder anderen Tod beschert hat. Es ist immer noch eine Aufnahme, deswegen ist mein Nervenkostüm, was diese Sache hier angeht, schon ein bisschen dünn. Ja, also ich werde jetzt versuchen, einfach wirklich immer vorwärts zu rennen und ja, solche Möglichkeiten auszunutzen, irgendwas mit meinem Raketenwerfer einfach wegzuballern. Ich glaube, das ist das, wie man das hier schaffen kann. So, da war jetzt zum Beispiel mal eine Ansammlung, da haben wir dann mal kurz hingeknallt. So, jetzt hier vielleicht zwei, drei Schüsse mal abgeben und dann geht's weg weiter. So, anders kann ich mir nicht erklären, wie man das hier schaffen soll. Ich kann es mir echt nicht erklären. So, jetzt haben wir hier, da oben, zack, und wir haben schon wieder einen Schuss abgekriegt. Und wir waren tatsächlich nur circa eine Sekunde standhaft. Ja, diese Sekunde will uns dieses Spiel schon nicht geben. Also, das ist hier echt so, dass wir durchgehend in Bewegung sein müssen. Und durch die Gegner, die wir dann eventuellerweise mal eliminieren können, haben wir dann die Chance, ein bisschen Gesundheit wieder zu regenerieren. Das könnte des Rätsels Lösung sein, aber wir sehen ja, was hier effektiv auf uns wartet. Also das ist echt unfassbar eklig und wir haben auch bis jetzt noch keine, noch kein Artefakt oder so gefunden, was uns die Sache hier wenigstens ein bisschen erleichtern könnte. Ganz im Gegenteil. Wir kriegen hier nur kräftig auf die Schnauze. Und zwar in einem relativ schönen Zyklus. Also, ja, sehr regelmäßig. So, diese Gesundheit wieder ein bisschen auffüllen. Aber das ist natürlich wie alles hier nur eine Momentaufnahme. Denn, ja, ein einziger Schuss führt ja dazu, dass wir fast unsere gesamte Energie verlieren. Von daher kann man sich da auch nicht so wirklich drüber freuen. Jetzt machen wir hier mal wieder ein paar Meter, aber sind da wieder eine Sekunde stehen geblieben. Kriegen da auch direkt wieder die Quittung, dass uns da auf die Schnauze gehauen wird. Und ja, das Bizarre an der ganzen Sache ist ja, wir haben ja überhaupt keine Chance hier diesen Kampf zu gewinnen, solange diese Viecher hier rumgeistern. Und genau da ist ja das Hauptproblem. Wir können hier eliminieren, was wir wollen. Solange die da rumrennen, wird uns das nichts nützen. Und aber um die dann irgendwann mal eliminieren zu können, müssten wir schon mal eine Sekunde stehen bleiben, weil die einfach viel zu flink sind, um die vernünftig im Weglaufen quasi zu treffen. Also ist das hier schon so eine kleine, ja, Problematik, der ich mich hier gegenüber sehe. Aber naja, jammern wird es nicht besser machen. Wir müssen gucken, dass wir hier jetzt das Optimum rausholen und diese kurzen Phasen, wo wir die vor der Linse haben, ausnutzen, um die dann platt machen zu können. Ja, hier spawnt das Scheißvieh zum Beispiel direkt wieder vor unserer Nase. Ja, den Schlag musste ich jetzt einstecken, denn, oh oh, denn da war das Ding angeschlagen und jetzt müssen wir mal schauen. 30 Schuss haben wir hierfür noch, gucken wir mal. So, da kommen noch ein paar Viecher. Fress mal eine Granate. Okay, keine Granaten mehr. Okay, jetzt haben wir hier tatsächlich noch Sturmgewehr. So, mal kurz die Mod wechseln. So.
ja, habe ich jetzt leider keine Zeit, um dorthin zu gehen. Oh nein, ey. So, mal gucken. So, den können wir jetzt platt machen. Einer weniger. Erfreulich. So, der ist auch platt. Boah. Komm schon. Stirb du Sau. Haben wir es. Boah, ich glaube, wir haben es geschafft, ey. Leck mich am Arsch, also. Ja. Keine Ahnung, ob ich mich einfach nur blöd angestellt habe. Kann auch sein. Aber ich habe das hier als sehr schwierig empfunden. Weil echt ziemlich viele Gegner von allen Seiten auf einen zugerannt kamen. Und wenn man eine Sekunde stehen geblieben ist, echt 2 Sekunden, also 2, 3 Sekunden haben gereicht schon, haben die Gegner einen wirklich umzingelt. Die sind nicht einfach doof drauf zugerannt, sondern die haben einen echt umzingelt. Ups, Entschuldigung. Und ja, da gab es dann keinen Ausweg mehr. Aber auf die Idee, oh nein, weiter zu rennen, hätte ich auch vorher kommen können. Und jetzt fliegen wir hier in irgendeine Grütze rein. Keine Ahnung, was das war. Wir sind auf jeden Fall nochmal lebend da rausgekommen. Das ist schon mal gut so. Okay, so, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und dann... Nein, oh, Gott sei Dank. So, hier geht's weiter. Wir schauen mal, hier ist eine weitere Statue. Da muss wahrscheinlich wieder irgendwas rein, was wir noch finden müssen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, die nächsten Kämpfe werden jetzt ein bisschen entspannter. Das kommt mir hier alles ein bisschen bekannt vor, zu bekannt irgendwie. Ja, so, also 60 Meter. Wir scheinen hier also nicht so schlecht zu sein. Wir müssen da irgendwie hoch. Die Frage ist nur, wie. Okay, ich glaube, ich habe da schon eine Antwort gefunden, wie. Am besten so. Bitte. Ups. Stirb. 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 Das war's. Na wunderbar. So, Medizin. Oh oh, was war das? Nein, das wollte ich nicht. Ja, ich wollte erstmal hier alles einsammeln. Hier liegt nämlich noch ordentlich Munition. Hier liegt noch ein... Whatever. Ein Geheimnis. Noch ein bisschen Medizin. So, ein extra freigeschaltet. Schauen wir mal. In jeder Karte gibt es 2 UAC Marinetypen zu entdecken. Beide werden je ein Modell freischalten, das du anschließend in Sammlerstücke-Menü ansehen kannst. Okay. Ja, also Spielerei, nichts, was man jetzt unbedingt haben muss. Hier gab es dann auch kein Weiterkommen mehr. Gut, dann teleportieren wir uns mal, wo auch immer wir uns hier hin teleportieren. Nehmen zusätzlichen Schaden, einen blauen Kopf. Ja, blauer Schädel, wenn es sein muss, auch okay. Oh nein, nicht schon wieder. Stirb. Stirb, 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 gut, so ist brav. So, schweres Sturmgewehr. Gut. Also wenn es hier so viel Munition gibt, dann weiß ich schon ziemlich genau, was auf mich wartet. Oh oh. Erstmal ein bisschen davon, Munition gibt es hier ohne Ende. Ach du Scheiße. Okay, ja, wir haben schon lange kein neues ekelhaftes Vieh mehr gefunden. Alter. Alter, was ist hier los? Oh, da gibt es 2 von. Alter.
Leck mich doch am Arsch. Okay, wir haben noch genau 6 Gesundheitspunkte. Das war jetzt mehr Glück als Verstand, aber ich habe da was gefunden. Und diesmal vielleicht gar nicht zu spät. Vierfacher Schaden. Sehr gut. So, da muss ich jetzt nur noch auf treffen und nicht sterben, ey. Oh, mein Gott, ey. Oh Mann, ey. Kann doch nicht wahr sein, ey. Komm, siehst du hier, dass du Land gewinnst, du blöder Zombie-Motherfucker. Komm her. Ist es denn wahr oder was? So, na bitte. Okay, aber schon die ganze Rüstung wieder vergeigt hier für nix und wieder nix. Das ist auch wieder ein Witz, ey. So, wir gehen. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir von oben hier schon mal dieses Artefakt lokalisieren können. Das wird nämlich entscheidende Bedeutung für den Erfolg dieser Mission hier haben. So, da oben ist es. Okay, oh, oh. Boah, das war überhaupt keine gute Idee, hier lang zu gehen. Ja, das noch weniger. So, jetzt vierfacher Schaden. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir uns hier ein bisschen in Deckung begeben. Und jetzt müsste das doch eigentlich machbar sein. Mit einem vierfachen Schaden und so viel Raketenwerfermunition, die Viecher Platz zu kriegen. So, lass mich gucken. Schrotflinte. Wir haben ein bisschen Munition fürs Plasmagewehr. Oh. Mit vierfachem Schaden sollte das auch ein Ding der Möglichkeit sein, hier die Viecher platt zu kriegen. Ja. Okay. So. Stirb einfach mal ganz spontan, wenn es dir nichts ausmacht. Gut, das Ding ist erledigt. Und jetzt haben wir das auch noch. Was haben wir hier drin? Ist mir auch scheißegal. Oh, oh. Oh, das war groß. Ich habe nicht gesehen, was das war. Aber es war auf jeden Fall groß. Alter. Ja. Na komm, stirb. Okay. Ah, und noch so ein Vieh. Na klar, warum denn auch nicht? Aber... Boah. Wir haben noch ein paar... Schüsse für unseren Raketenwerfer übrig. Aber gleich haben wir keine Lebensenergie mehr übrig. So, jetzt gehen wir auf schweres Sturmgewehr. Das ist so ziemlich alles, was uns noch geblieben ist. Ja, na klar. Ey, Alter, ihr habt sie doch echt nicht mehr alle stramm hier sitzen. Wie soll ich das schaffen? Mit so gut wie gar nichts mehr. Selbst Munition habe ich nicht. Oh Gott. Na gut, jetzt ist vielleicht dieses die ganze Zeit in Bewegung bleiben nicht so clever. Oh. Denn wir haben jetzt deutlich weniger Gegner. Boah, das war jetzt ein cooler Glory Kill. Wir haben jetzt deutlich weniger Gegner, dafür aber deutlich stärkere. Die erfordern natürlich eine andere Herangehensweise. Oh oh. So, den haben wir auch. Okay, so. Schweres Sturmgewehr. Boah. Okay, solange wir den hier unter Kreuzfeuer nehmen. Scheint das einigermaßen zu funktionieren. Und der kann nicht so wirklich seine Raketenwerfer da benutzen. Das schmeckt uns natürlich relativ lecker.
So, wir laden das Ding auf. Gucken wir, ob der uns den Gefallen tut und entgegenkommt. Macht er tatsächlich. So, okay. Das war jetzt eigentlich relativ gut gelöst. Wir haben einen weiteren Waffenpunkt erhalten. Ich bin momentan aber gar nicht so scharf darauf, die zu verteilen, weil mir die nötigen Mods irgendwie fehlen, die das interessant machen würden. So, wir sammeln alles ein, haben wir erledigt und dann geht's auch schon weiter. Da oben ist noch ein bisschen wertvolle Gesundheit. Ich komme da aber momentan nicht ran. So arrogant bin ich aber nicht, die Gesundheit da liegen zu lassen. Da muss es einen Weg geben, da ranzukommen. Hier ist noch Gauss-Munition. Wo war die Gesundheit denn jetzt? Ah, da oben, okay. Also da, wo wir eh hin müssen. Tada. So. Hier kommt ein blauer Schädel rein und dann müsste sich die nächste Dimension öffnen. Dem ist auch so. Und wir schauen mal, was uns hier ganz privat jetzt wieder erwartet. Wir haben jetzt endlich mal wieder ein bisschen wunderschöne... Okay, sehr gut. Ein bisschen Energie. Ein bisschen Benzin haben wir auch gefunden für unsere Kettensäge. Das hilft auch. Ja, Munition oder auf volle Gesundheit gehen. Rüstung erhöht dauerhaft die maximale Rüstung. Ich weiß nicht. Ja, wir gehen hier mal auf Munition. Gut, jetzt haben wir 40 Schuss hierfür. Das hört sich auch schon mal besser an. Ne, hier müssen wir jetzt ganz klar erstmal eine Granate reinwerfen. Dann machen wir das so. Und das restliche Ungetüm machen wir hiermit platt. Okay, da brauchen wir ja klar unseren Raketenwerfer. Anders sehe ich da keine großen Chancen. Mein Gott, hält der viel aus, ey. Das ist doch nicht normal. So, Energie und Gesundheit kommen zu mir. So, da drüben. Oh, oh. Der hat uns schon wieder gut erwischt. Hier haben wir aber eine schöne Feuerlinie. Alter. Da ist eh klar. Verpiss dich. So, sehr schön. Das hätten wir auch. Da bin ich schon mal mit einverstanden soweit. Jetzt gucken wir mal, was uns hier noch erwartet. Oh. So. Der kippt einfach um. Was ist das hier? Unverwundbarkeit. Na, das ist gut. Das wollen wir haben. Aber jetzt gerade kommen keine Gegner. Dann nützt das nicht so viel. Ja, aber jetzt sind Gegner da. Ah, und wir haben Codex-Einträge neue. Habe ich schon fast wieder vergessen. So, einfach kräftig draufhalten mit dem Gauss-Gewehr. Irgendwann geht denen der gar aus. So. Wie ich da rüberkomme, weiß ich noch nicht so genau, aber das wird irgendwie gehen. So, hier haben wir Munition und Gesundheit. Sehr schön. Was auch immer das für Viecher sind. Alter. So, hier brauche ich mein Sturmgewehr, um den da zu erledigen. So, das wäre auch erledigt. Okay, haben wir jetzt kurz Zeit für ein paar Codex-Einträge. Hört sich von der Musik her noch nicht wirklich beruhigend an. Was genau bist du? Achso, du bist so ein explodierendes Fass. Gucken wir mal. Oh ja, da haben wir doch wieder was Leckeres. Oh, oh. Lass das mal. Oh, oh. Wieder getroffen. Oh, oh. So, sehr schön. Her damit. Okay, erstmal hier hin. Waffenpunkt erhalten, Speicherpunkt erhalten.
alles maximal auffüllen. Was ist da unten los? Ja, wir gehen den Weg gerne nochmal, füllen dafür aber sämtliche Munition wieder auf. Und jetzt haben wir ja mal kurz Zeit. Was können wir hier? Umweltwiderstand, explosive Fässer. Haben wir bisher nicht besonders oft benutzt. Geschicklichkeit. Ja. Achso, so viel haben wir gar nicht. Wir können nur Mods verbessern. Gut, jetzt schauen wir mal auf die neuen Monster. Da haben wir direkt zwei Stück. Einmal diese fetten, ekelhaften Viecher, die aussehen wie die Overlords aus StarCraft. Die tragen den Namen Kessodemon 1 oder Kessodemon, genau. Kessodemon nenne ich die jetzt einfach mal. Kessodemons sind monströse Psi-Dämonen, die nur das Verlangen haben zu fressen. Sie besitzen nur begrenzte Intelligenz, werden aber oft mitten in die Schlacht geschickt, da ihre Größe und ihre Fähigkeiten sie zu einer mächtigen Waffe der Dämonenhorde machen. Ja, besonders lieb sind die nicht, da können wir zustimmen. Und dann die verlorene Seele. Diese Dämonen ziehen ziellos in den Tempeln der Hölle umher. Immer auf der Suche nach einem Opfer, von dem sie Besitz ergreifen können. Ist ein Opfer gefunden, stürzen sie sich darauf und detonieren in einer Explosion aus Höllenenergie. Wesen mit schwachem Geist, die durch die Explosion zusätzlich geschwächt sind, werden dann von dem Dämon übernommen, sodass die Seele des Opfers verloren geht. Tafeln aus den Tempeln von Korax legen nahe, dass verlorene Seelen die niederste Form der Dämonen sind. Sie stehen sogar noch unter den Imps, da die umherziehenden Kreaturen, die für alle Zeiten in den Hallen der Höllen gefangen sind, Kraft aus den schwächsten Wesen schöpfen, verachten andere Dämonen die verlorenen Seelen. Trotz ihres niederen Status sollte man sie allerdings nicht unterschätzen. Na gut, nicht unterschätzen, okay, aber eine riesige Gefahr waren die jetzt speziell nicht. Was man von manch anderem Dämon da nicht behaupten konnte. Okay. Ich bin schon sehr zufrieden, dass ja, das jetzt so ist, wie es ist. Okay, hier kommen wir leider immer noch nicht durch. Gucken wir mal, wo sind wir? Oh, wo sind wir lang gegangen? Ich glaube, hier war richtig. Jetzt hier hoch. Gut. Boah, meine Stimme ist eine Katastrophe gerade. So, ich habe auch ein bisschen Halsschmerzen, aber alles für den Dackel, alles für den Club. Was haben wir hier? Na bitte. Ein neuer Bereich, der hier freigeschaltet wird und ja, ein neue schreiende Horden. Ja, da sehen wir schon, also die benötigen nicht so viel, diese verlorenen Seelen, die kriegt man relativ schnell besiegt, aber die stürzen halt auf einen, was auch nicht unbedingt besser ist. Ja, haben wir jetzt gesehen, ne? So viel zum Thema, die sind nicht so schlimm, die machen einen schönen Schaden bei ihren explosiven Sturzflügen da, also auch auf die müssen wir sicherlich ein Auge haben. Aufladen, abschießen, aufladen, abschießen, platt machen. So, das war gut. Weg mit dir. Oh, oh, die Viecher wieder. Ja, die sind echt, also die hasse ich glaube ich von allen am meisten. Ne, am meisten hasse ich diese Teleportationsviecher, aber dicht gefolgt kommen die Viecher, weil die auch mittlerweile in einer echt abartigen Masse auftreten. Das ist doch nicht normal. Obwohl man die mit diesem Dreifachschuss jetzt relativ gut besiegt kriegt. Was haben wir hier? Hass. Ja. Okay, ja, wir bewegen uns tatsächlich relativ fix, das ist gut.
wird allerdings auch gefahren. Oh oh. So, das wird jetzt leben oder sterben. Das ist dann immer so eine kritische Situation. Und wir haben uns in diesem Falle fürs Leben entschieden. Und haben wieder total unsere Kettensäge vernachlässigt. Ziemlich helfen können in dieser Situation hier, aber na gut. Alter. Na, toll. Obwohl, jetzt kommt der große Einsatz, wo wir Fettbauch Larry hier mal kurz seiner unteren Gliedmaßen entledigen und dann natürlich auch schnell hier wieder aufladen, damit uns da nichts verloren geht. So, optimal. Das war jetzt mal ein Erfolg auf ganzer Linie. Was ist das hier? Eine Runenprüfung. Genau. Suchen und vernichten. Erziele einen Glory Kill aus großer Entfernung mit dem schweren Sturmgewehr. Hört sich machbar an. Ja, schwäche mit dem schweren Sturmgewehr 3 Höllenritter und führe dann tot von oben Glory Kills aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay, Anzahl 3, Zeit 30 Sekunden, Bonus 20 Sekunden pro Glory Kill. Pro. Sollten wir hinkriegen, vorausgesetzt wir finden Gegner. Alter, was ist das denn für ein Sturmgewehr? Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, wir sind schon irgendwo oben. Also das wird jetzt natürlich wieder... Oh, na gut. Vielleicht hilft hier auch einfach hochspringen. Ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen müssen. Na toll, der kippt einfach um. Das ist ja... und wir segeln da einfach runter. Naja, ich guck gerade auf den Timer. Ich glaube, es wäre besser, hier einen kleinen Schnitt zu machen. Aber in der nächsten Folge geht es natürlich nahtlos weiter mit dieser Runenprüfung. Ich bedanke mich hier vielmals fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns hier oder bei einem anderen Projekt wieder. Dankeschön. Ciao.